Muslim, Glückwunsch zum 3:0-Sieg. Ja, kurzes Fazit zum Spiel von deiner Seite. Ich denke, die Mannschaft hat sich jetzt so langsam gefangen und wir stehen kompakt, versuchen unten hinten die Null zu halten und natürlich, wenn uns die eine oder andere Chance gelingt, dann auch einen zu machen. Wichtig ist es, dass wir da unten rauskommen, so viele Punkte wie möglich sammeln. Und es hat jetzt die letzten zwei Spiele ganz gut geklappt und wir werden auch weiter darauf aufbauen. Läuft, also macht ihr irgendwas anders, um jetzt ein bisschen erfolgreicher zu spielen? Jetzt in den letzten beiden Spielen wart ihr erfolgreicher deutlich? Die Mannschaft läuft sehr viel in allen Bereichen. Wir versuchen immer, jedem die Position zu decken, erarbeiten mehr Torchancen und sind auch selbstbewusster. Klar, die Punkte geben uns Selbstbewusstsein im Allgemeinen. Ich weiß nicht, woran es vorher lag, aber im Moment läuft es und wir brauchen jetzt nicht nach hinten zu schauen, sondern nur nach vorne und so viele Punkte wie möglich zu holen. Du hast mit den ersten beiden Toren für den CFR heute den Grundstein für diesen Sieg mit deinen Toren gelegt. Kannst du sagen, wie du die Tore gemacht hast? Ja, beim ersten Tor war es ganz klar. Ich habe einen Traumpass vom Dennis erhalten, bin gut reingelaufen. Die Innenverteidiger haben da eine große Lücke aufgemacht. Hab den Torwart angeschaut, ob der rauskommt. Ist rausgekommen, habe ich drüber geluftet. War auch vielleicht ein bisschen Glück dabei, war aber gewollt. Bin froh darüber, dass es geklappt hat. Ja, und beim zweiten Tor nimmt der Domi den Innenverteidiger gut zu sich. Habe ich freie Bahn und schiebe ihn nur in die Ecke. Du bist ja relativ erst seit kurzem dabei. Ja, wie gut hast du dich in der Mannschaft eingefunden? Ja, allgemein vom Vorstand bis zum letzten Mann in der Mannschaft, die haben mich alle sehr gut empfangen. Ich verstehe mich mit jedem sehr gut und ich finde, die herrschen ein ganz starker Zusammenhalt innerhalb auch außerhalb der Mannschaft und das tut einem sehr gut. Man fühlt sich wohl hier. Wie wichtig waren die Tore heute für dich persönlich? Ja, zuallererst waren sie wichtig für die Mannschaft und auch für mich natürlich. Ich fühle mich jetzt befreiter, habe Selbstbewusstsein getankt mit den Toren und ich hoffe, das wird jetzt so weitergehen. Es gab ja vor zwei Wochen einen Trainerwechsel. Ja, wie hat sich der ausgewirkt, deiner Meinung nach? Du hast schon vorher angedeutet, dass du nicht weißt, was vorher anders war oder was genau vorher das Problem war. Ich meine, das hat der Mannschaft sehr viel geholfen. Das kann auch jeder bestätigen, nicht nur hier, sondern auch außerhalb des Clubs. Super Typ. Im Moment läuft's mit dem neuen Trainer. Die Mannschaft ist motiviert. Wir holen die Punkte und darauf kommt es an im Endeffekt. Nach vorne schauen. Kannst du ein paar Worte mehr dazu sagen? Ja, wichtig ist jetzt, dass wir hinten rauskommen aus der Tabelle. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität. Es wird auch viel investiert in den Club und ich denke, dass es der CFR Pforzheim verdient hat, weiter vorne mitzuspielen und darauf bauen wir jetzt auch aus und versuchen uns da hinten rauszuspielen. Kuschtrim, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank, danke ebenso.